Ah, schon sind wir im Plus. Prima. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, noch nicht den Bahnhof hier ausgebaut. Was haben wir hier immer noch? Gar nichts. Dann Restaurant. In Amsterdam. Und das Hotel, damit wir das schon mal haben. Weil ich das Postamt vorher gebraucht hätten. Jahreswechsel. Wir sind im Jahr 45 angekommen. So, alle drei Züge treffen sich jetzt gleichzeitig in Utrecht. Okay, das ist ja auch lustig. Der eine fährt aber durch. Ja, Bankenzusammenbruch im Juli 45. Das ist ja keine so große Überraschung. Okay, also wir müssen jetzt hier gleich, wenn die Züge ankommen. Mit Nizza. Okay, das ist nicht so spannend für uns. Mit Regensburg, der baut jetzt ordentlich. So, das. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal weitere Buszüge etablieren können. Also Amsterdam hat nicht so viel. Antwerpen hat es gerade eben bedient worden. Da ist gut leer gefegt. Das ist gut, das klappt. Essen müsste noch eine Postgeschichte bekommen. Ja, wir können, glaube ich, erstmal weiterbauen. Wo wollen wir hin? Hier. Also noch ein Feld und dann noch, wir machen jetzt diese Warenketten und so, das machen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Das ist Quatsch. So, wir haben ein Krisentief. Hier oben sieht man noch die wirtschaftliche Lage. Ach so. Ach, der wird nicht instand gesetzt. Weil das. Okay, das müsste dann in passieren, ne? Moment mal, ganz kurz. Interessiert mich nicht. Ah doch, Osnabrück ist ja richtig. So, dann geht es jetzt hier nach Bremen. Hier oben hin dahin, ja. Okay. So. Die Nahverkehrszüge, die reduzieren ihren Gewinn. Die Marge sinkt. Das ist leider so. Ja, wir warten auf Geld. Das ging schnell. So, zwei Felder noch rauf und dann den nächsten kleinen Bahnhof. So, alle Züge ausgelastet, das sieht gut aus. Gucken wir hier, ob wir dann die Strecke Essen-Osnabrück auch noch doppelspurig oder doppelgleisig machen. Zu langsam, Mist. Hätte ich pausieren müssen, aber das können wir sofort machen, wenn der Zug ankommt. Bahnhof Bremen. Prima. Damit kann dieser Zug hier, das ist doch der hier, du fährst nicht bis Osnabrück, sondern bis Bremen. Wunderbar. In die Gegenrichtung unterwegs. So, der nächste Punkt wäre Hamburg nicht. Das Sogar wir müssten nach Kiel. Hier hoch. Kommen wir hier rüber? Kann ich über das Meer fahren? Oder ist das dann so eine Fährgeschichte? Brauche ich da besser eine Brücke?
Also wir kommen hier raus, fahren hier rüber. Über den Hamburger Hafen. Kommen fast in Kiel aus. Okay, ja, ist doch gut. Utrecht ist gut leer, Amsterdam auch, das ist prima. Osnabrück könnte viel mehr vertragen. Da ist auch nochmal so eine Linie, in der noch nicht gegründet wird. Das ist gut für uns. Und hier noch eine Verbindung Osnabrück-Kiel. Zug, denke ich. Von Kiel können wir dann hier rüber. Kopenhagen wäre natürlich ganz witzig. Rostock. Dann machten wir dann. Fahren wir über die ganze. Oh, jetzt läuft es über. Ah, was ist denn hier? Ach, da wahrscheinlich mal Pech gehabt, dass er hier. Wo bist du denn gerade? Wahrscheinlich zwei gleichzeitig, so du bist jetzt aber. Fahren wir nach Essen. Wobei ist eigentlich Quatsch, ne? Macht gerade nix. Ja, komm, ist Quatsch. Mal weg. Na gut, das ist alles gut. So, wir fahren jetzt hier rüber. Holzgerüst. Oder Stahlträger. Stahlträger hat jetzt bisher gut gehalten, eigentlich. Ja, Hamburg, das. An sich können wir hier so ein kleines Depot machen. Betriebsgewinn sieht gut aus. 200.000 Profit. Sehr gut. Dann hast du eine Aktienteilung bei den. Was sah Nikolaus? Ne? Ja, die Brücken sind schon echt teuer. Das muss man schon sagen. Aber gut, das kriegen wir. Ja, jetzt erst dazu kommt in Bremen an. Tete, Trommelwirbel. Schauen wir mal, wo sind die anderen? Nizza mit Marseille, der bleibt im Süden Frankreichs. Erst dazu kommt in Bremen an. Die Einwohner feiern im Mai 48. Reicht noch nicht ganz um die Lustig hier auszugleichen. Wir schauen noch mal Brüssel. Das war jetzt genau. Es geht bergauf. Wir haben hier das hier. Gucken noch mal hier. Antwerpen alles gut. Utrecht alles gut. Amsterdam sieht auch gut aus. Weiterhin nur drei Kohleminen. Also Essen ist wirklich uninteressant für Industrie, wir brauchen hier. Wir müssen es auch hier doppelgleisig machen. Mittelfristig, aber ich will jetzt erst Kiel anschließen. Neuer Geschwindigkeitsrekord: 50 Meilen pro Stunde. Das ist doch wunderbar. Wie nennen wir dich denn? Das ist die West. Allen Rakete. Da machen wir noch so einen Pimmelbahn Bahnhof.
Dafür haben wir uns ja bisher noch überhaupt nicht damit beschäftigt, ob man hier doch noch mal irgendwie Industrie ansiedeln kann. Und Nürnberg ist er. Frankfurt ist er auch. Metz, Kohle. Was haben wir hier? Hier ist viel Kohle. Unten, da kommen wir aber nicht hin. So einfach. Braucht zumindest immer zwei gleiche, also drei. Wir können ja mal, das interessiert uns nicht, die dringliche, wir können jetzt mal gucken. Also Kohle ist, so ganz kurz einmal nach in dem Buch. Irgendwo, genau hier. Blend's mal eben ein. Also hier haben wir die Kette. Also Kohle geht in die Stahlwerk oder in das Kraftwerk. Daraus wird dann, werden dann Waffen hergestellt aus dem Stahl. Nehmen wir einen Stahl. Der Stahl wird dann weiterverarbeitet in der Fabrik zu Waffen. Das geht ins Vor- oder in den Hafen. Okay. Also brauchen wir weitere Dinge. So, hier da oben, die Züge fahren wunderbar. Ja, wir machen schon ordentlich Gewinn jetzt hier. Das läuft ganz gut. Unser Blick ist gegründet. DDR auch, dass die Mauer werden wir einreißen. Ja, das sieht doch gut aus. So, was haben wir jetzt? Gibt es Gewinn 409, 410, das sieht gut aus. Neue Einnahmenrekorde. Das klicken wir mal schnell durch. Aktie steigt. Perfekt. So, ich will aber bis nach Kiel. Ich will jetzt hier nicht in Hamburg. Nicht in Hamburg bleiben. Denn da, das ist ein Dorf, da quasi nichts abholen. Ach, das ist alles so teuer hier. Von Osnabrück nach Brüssel. Jemand gerade auf dem Weg nach Osnabrück. Du. Brüssel kommt mit dem vielen Verkehr nicht zurecht. Das ist wieder leer hier. Das gefällt mir nicht so ganz. Das bist du hier, ne? Hier wartet auch keiner. Müssen wir mal gucken. Da wartet keiner. So. Also du bist der, der nach Bremen fährt. Okay, da müssen wir hier mal, glaube ich, anfangen, zweigleisig zu fahren. Ich weiß gar nicht, ist die Brücke zweigleisig immer? Ich weiß das gar nicht. So, das geht jetzt wieder ordentlich ins Minus. Aber wir sollten ja doch vielleicht ein bisschen Bonus bekommen, wenn hier der Express da ankommt. Auch der hier ist Bremen hat das nicht. Ja, und Bremen ist ja wie eine kleine Stadt, ne? Und Bremen ist auch nicht ausgebaut, sehe ich gerade. Den müssen wir noch ausbauen, den. Den Bahnhof. Das hat man gar nicht gemacht. Okay. Den können wir da abhängen. Mal gucken, wie viel Bonus wir kriegen. So, wir schauen hier oben. Ist da vorne, müssen wir.
Es ist ja, der Kiel hat gar keinen Hafen. Ich habe hier was Kleineres, ne? Oder hier den Bahnhof hin. Oder hier hin. Wir schauen gleich mal. So kommt da mal einer an hier. 117.000 Bonus. Schnell den Bahnhof bauen. Den bauen wir ruhig hier. Hier. Zack. Kiel. So, wo ist hier unser... So, jetzt brauchen wir doch nochmal den nächsten Zug, glaube ich. Wir können auch unseren Nahverkehrszug. Das ist ja der zweite. So, wie sieht's aus? Einnahmen knapp 600.000 Pfund. Betriebsgewinn. Laufen ist ja, wir können mal diese Anleihen, glaube ich, irgendwann mal zurückzahlen. 20 Meilen pro Stunde, neuer Rekord. Aktie steigt leicht. So, der zweite. Ach so. Und von Bremen kommen wir gar nicht so einfach nach Kiel. Da müssen wir hier nochmal um die Kurve. Okay. Wunderbar. Dann. So, jetzt kannst du doch von Bremen noch nach Kiel fahren. Ja, sehr gut. Oh, Signal gestoppt. Wo kommst du her mit Brüssel? Brüssel schafft es nicht mehr. Wir haben Brüssel zu eng getaktet. Ach, da sind noch zwei Züge gleichzeitig unterwegs. Okay. Okay. Ja, wir brauchen erstmal eine neue Lokomotive. Und müssen nochmal eine Verbindung bauen. Also, neuer Zug. Jetzt ist die Frage... Natürlich die Class E18-1D1. Und jetzt überlegen, was wir da machen. Sie kommt angerattert. Also, jetzt gucken wir mal. Osnabrück, das ist der neue Kiel. Utrecht. So, Amsterdam. Essen. Kiel. Zugtyp Platzkarte. Es wird ein schneller Wagen. Ja, Post. Und Passagier. Ich weiß nicht, ob das... Nochmal. Eigentlich brauchen wir mal zweimal Post, ne? Weil die Post. Also alles leeren. Post und ein Passagier. Da müssen wir gleich noch die Bahnhöfe ausbauen. Post, Passagier. Und ein Passagier. Hält nicht in Osnabrück, heißt also, er wird nicht gewartet. Da müssen wir noch. Und wir brauchen das hier doppelgleisig ab Osnabrück. Sonst kriegen wir ein Problem. Da schieben wir ein bisschen. Das ist schon eine ganz schön lange Strecke da runter, ne? Rein von Utrecht nach Osnabrück. Moment mal bitte, du.
in das Spiel mal kurz einfrieren. Und also, Utrecht, du bist kurz davor. Wenn ich dir jetzt sage, fahre nach Utrecht. Wein. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo muss das jetzt hingeliefert werden? P für Pickup, Utrecht. Und dann war das Osnabrück, hat man gesagt, ne? Delivery nach. Okay, dann können wir das mal laufen lassen. So, und dann fährst du jetzt bitte nach Osnabrück. Dort nimmst du auf Post, Post, Passagier. Okay, okay, okay. So. Wir müssen hier leider so, wir machen ja alles doppelgleisig. Was fehlt, ist der Ausbau, aber das ist mir jetzt egal. So, wir schalten auf diese Übersicht. So, hat er das jetzt nicht abgeliefert? Ach, weil er wieder ein Essen gehalten hat. Das ist immer das Gleiche. Das ist ein bisschen doof vom Spiel gemacht. Aber gut, so, wir lassen sie mal alle laufen. Hier geht es auch nach Kiel jetzt zweigleisig oder doppelgleisig. Ups, gewinnen. Ja, da haben wir jetzt Verlust gemacht, weil wir so viel gekauft haben. Von doppelgleisiger Verbindung. Der Kieler Zug im Februar 54. Perfekt. Gucken wir uns mal die große Karte an. Oh, das gab jetzt richtig viel. 138. So, hier unten, er ist jetzt hier schon in Italien. Aha. So ein paar Pixel, die sich hier verändern. So, hier passiert nicht viel und der hier, der ist so eine Mini-Linie. Die KI braucht ja auch gar keine Doppelgleise. So, wir wollten aber jetzt mal gucken. Und das möchte ich jetzt dann doch nochmal machen. Finden wir jetzt hier so einen Kohleweg. Das finde ich jetzt eigentlich auch nochmal ganz schön. So, hier sind, glaube ich, so ein Schaf, Arm, Wolle und Salpeter. Also, wir gucken jetzt mal. Kohle ist in... Ah. Die Kohleminen sind erschöpft. In Essen, ja. September 55, das kommt hin. Ne? Aber ein bisschen früh noch für das Zechensterben. Das ist schade. Wir haben jetzt hier Wolle. Das ist sowas an, mal was anderes. Wir haben hier Wolle Salpeter. Auch das gucken wir uns mal eben an. Zieh es nochmal rüber, währenddessen das Spiel weiterläuft. Also, von der Schaffarm oder vom Hafen haben wir Wolle. Das muss in die Textilfabrik und dann in die Stadt. Bei den, also Nitrates muss in die Chemiefabrik und dann werden da mit der Dünger draus. Okay, das kriegen wir hin. Schnellere Lokomotive. 90 Meilen pro Stunde, 100.000. So, es geht gut voran. Wir sind nur noch Dritter. Huch. Nürnberg, Leipzig, Mist.
Der geht nach Spanien, der Kollege. So. Das ist hier eine Fabrik. Hier würde die Waffen herstellen. Das Stahlwerk brauchen wir auch nicht. Mal hier gucken. Also hier ist die Chemiefabrik. Das heißt, Osnabrück könnte damit umgehen. Wir würden also hier das abholen, hier hinbringen und dann muss das in ein Dorf. Okay, das ist ja relativ einfach. Kann ich jetzt mal die Züge ersetzen? Kann ich hier die Lokomotive austauschen? Geht das eigentlich? Und das kann ich auch machen. Mit Verlust. Okay. Wo ist denn hier unser langsamer Zug? Okay, jetzt ist er schnell. Alles klar. Ja, wieso nicht? Das können wir mal machen. Wir bauen hier so ein kleines Depot hin. Gucken wir mal, wie wir hier um die Kurve. Und bringen das dann nach Bremen oder sowas. Wieso muss es eigentlich in ein Dorf? So, nochmal. Also du machst Salpeter und Wolle. Salpeter. Ah, das ist genau. Salpeter macht dann den Dünger. Das müssten wir dann hier sehen. Genau, die Chemiefabrik. So, das sind immer diese Kleckerbeträge, die das interessiert uns nicht. Hier oben ist eine Weinkellerei. Da bräuchten wir ein Weingut. Hier läuft gut, 130.000 plus. So, da kommt der nächste in Osnabrück an. Der Zug fährt nach Bremen. Das Zug. Tja, Hannover, du bist echt ein verschlafenes Nest. Moment, wir gucken nochmal. Was war das für eine Meldung? Kohle von Utrecht nach Osnabrück. Eigentlich man so ein Springerzug, ne, der das macht. Aber das ist unnötig. Wir bauen hier jetzt gleich so ein Depot. Bauen. Depot. 10 Waggons mit Wolle und mit Salpeter. Okay. Das ist doch prima. So, jetzt müssen wir nur gucken. Damit das gut funktioniert, bringen wir den Salpeter am besten dann nach Essen. Dann haben wir hier auch eine gute Linie. Dann hier nur noch ein Stellwerk. Installieren. Wenn wir hier rauf gehen, machen wir das Signalwerk hier. Es sind auch ein paar Postwagen jetzt leer. Ja, ich war Bremen und Kiel noch ausbauen. Aber ich will jetzt das erstmal machen, dass wir hier zumindest mal einmal mit der Industrie hier zu tun haben. Das finde ich ganz sinnvoll. Ries und Rhein, ja, das war eine größere Stadt. So, Betriebsgewinn 400.000, neuer Durchschnittsgeschwindigkeitsrekord, sehr gut. Die Jean Berny könnte man eigentlich kaufen, ne? Aber das ja, spielen wir jetzt hier nicht auch noch mit. Rutscht schon gut ins Minus hier wieder. Das ist schade. So, komm.
Wo tummelt ihr euch denn? Da kommt der Erste. So, dann... Bahnhof bauen, ein Signalstellwerk, genau. So, und jetzt bauen, neuer Zug. Das wird jetzt hier die... Der hat aber auch 6000 PS. Nehmen wir den hier. Jetzt hier noch Kohle setzen. So, da kommt er gefahren. Ja, da machen wir jetzt nichts. Also, du fährst nach Hannover Umsteigung. Nimmst dort Salpeter auf. Wartest da auch. Dann fährst du nach Osnabrück. Dort nimmst du dann den, aus dem Salpeter wird dann der Dünger. Und den Dünger bringst du dann nach Essen. Und fährst dann mit dem Dienstwagen zurück. Ich möchte noch einen vierten dran machen, Salpeter. Dünger. Und du bist natürlich ein Platzquartzug. Okay. So, jetzt muss ich das, glaube ich, hier doppelgleisig machen, sonst versteht das Spiel das nicht. Was diese Streckenknoten angeht. Gut, das nächste sind jetzt die Ausbauten der Bahnhöfe. Ja, nachdem wir am Anfang ein bisschen träge ins Spiel gekommen sind, läuft es doch jetzt in den 50er Jahren deutlich besser. Leipzig mit Dresden. Ach, du nervst. Lenin. So, da kommt unser kleiner Zug. Das können wir nochmal beobachten hier. Zack. So, er kommt jetzt hier an. Der Salpeter-Service ist aufgenommen. Da können wir es überall hinliefern. So, der ist jetzt, der wartet jetzt, bis er voll ist. So, wie sieht das denn jetzt hier aus in Hannover? Faktor 3, kann ich dir nicht sagen, er soll fahren. Jetzt ist er voll. Okay, jetzt kann er gleich losfahren. Ich hoffe doch. Fährst du jetzt los? Du hast jetzt 35, komm. Sobald du losfährst, koppel ich einen Waggon wieder ab. Jetzt war schon los. Dann bauen wir in der Zwischenzeit in Kiel den Bahnhof aus. Restaurant. Das ist gut. Postamt. So, oben drauf. Sehr schön. So, jetzt fährt er los. Wunderbar. Wir können den hier schon mal wieder. So, dann folgen wir mal hier unserem ersten Güterzug, den wir hier Ende der 1950er Jahre auf die Reise schicken. So, jetzt klingelt es in der Kasse. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Halt, stopp. Das ist doch falsch. Bahnhof erweitern. Hotel. Das setzen wir daneben. Und dann brauchen wir noch in Bremen entsprechende Infrastruktur. Bahnhof erweitern. Da
Restaurant. Muss ja für leibliche Wohlsorge. Und das Postamt. Prima. Ja, ist doch gut. Hier unten ist mittlerweile alles bis Lille, ist wirklich eine dörfliche Gemeinschaft. Werben. Rolle. Werben wächst mir nicht schnell genug. Schade. Ah, da kommt der Zug mit dem Salpeter an. Ja. Viel bringt es nicht. So, und jetzt kommt hier der Düngeservice. Die Waggons sind voll mit 4x40 Tonnen. Prima. So, jetzt haben wir genug Geld, um dann hier nach Rostock zu fahren. Wir ignorieren die innerdeutsche Grenze. Papa, wo können wir das am besten hinsetzen? Hier vielleicht. Ja, okay. Also hier runter, hier runter. Stahlwerk gerade entstanden. Da müssen wir lang. Alles klar. So, 897.000 Einnahmen, Betriebsgewinn 586, 560.000, ja, ist doch gut. Neuer Rekordprofit, neuer Geschwindigkeitsrekord, Aktie explodiert von 60 auf 70 Pfund. Sehr schön. So, jetzt können wir hier... in Magdeburg. Oh Gott. Mal hier aufpassen, ob ich hier ein Signal direkt platzieren. Sonst kriegen wir hier wieder ein Problem mit dem mit diesem Doppelgleisigen. Auch wenn da keiner fährt. So, der Nahverkehrszug, das bringt quasi gar kein Geld mehr. Das ist nur noch nett. So, und da liefern wir den Dünger aus. Der kommt jetzt in Essen an. 41.000 Pfund. Naja, immerhin. So, und dann haben wir gedacht, hier zwei rauf. Ja, genau. So, hier geht es aber interessant weiter. Wir können Berlin anschließen. Stettin, Großstadt. Da kann es eigentlich direkt weitergehen. Bahnhof in Rostock. So, dann müssen wir eigentlich obenrum weiter. Wir brauchen einen neuen Zug, der hier Kiel Rostock verbindet. Da gönnen wir uns gleich die nächste Lok. Sobald das Geld positiv ist. Konjunktur in Aussicht im Jahre 60, prima. So, jetzt können wir mal gucken, wie viel haben wir jetzt hier verschwenkt. Ah, das kommt hin, ne? Er hat jetzt genau 3, damit kommt er eigentlich ganz gut hin, wenn es nicht wirklich viel Geld ist. So, wir müssen sehr schnell hier eigentlich rüber. Vielleicht können wir auch hier. So, wir brauchen einen neuen Zug. Das wird wieder die V20. Ja, V20.
Und damit gehen wir dann ins Rennen, denke ich mal. Danke. Das ist wunderbar. Du fährst. Osnabrück. Kiel. Rostock. Zweimal Post. Deutsch. Post. Einmal Passagier. Nee, so. Passagier, das machen wir auch nochmal. Jetzt will Kiel. Ja, Kiel braucht schon mehr. Stopp. Post, Passagier, Rostock ist noch nicht so weit. Wir schauen mal, ob ich die Pimico nochmal einen zweiten Passagierwaggon machen und Zugtyp als Karte. So, hier hatte ich vergessen, leider Gottes, den zu koppeln. Deswegen ist da noch eine Tonne drin. Das war jetzt etwas ungünstig. So, die Frage ist, wie geht es jetzt hier weiter Richtung Berlin? Machen wir Rostock zum Kopfbahnhof. Bisschen ungünstig gesetzt. Ich kann ja hier nicht in dem 90-Grad-Winkel raus, sondern 61 Aufstände. Wir können aber hier runter gehen, ja, das geht schon hier runter. Dann geht es hier quer nach Berlin. Ja. Nein, 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 der hat es nach Berlin gebaut. Das ist ja ärgerlich. So, dann müssen wir nach Stettin. Hier. Ja, wo ist denn hier Stettin am besten? Hier, ne? Das wird ein großer Bahnhof. Passagiere von Essen nach Bremen. Da müssen wir uns zu kümmern. Das muss hier auch in diesem... Das ist das hier ein Stahlkraftwerk. Okay. Ja, dann müssen wir hier lang. Gucken da runter. So, das ist schon viel zu weit. So, was sagt die Fiskalperiode? 782, Betriebsgewinn 498, 480. Neuen Geschwindigkeitsrekord. Aktie steigt leicht. Dann gehen wir, glaube ich, oben rum raus. Hier runter und dann müssen wir hier nur noch abknicken. Bauen. In dem Berg. Ja. Viel Geld für diese Brücke. Nein! Ernsthaft? So, das ist einen Handelskrieg. Das. Das noch ein bisschen vorbereiten. Denn da müssen wir dann einen Zug haben, der quasi permanent da hin und her fährt. Das muss dann auch doppelgleisig sein. Alles. Das machen wir das jetzt mal alles doppelgleisig, denn das wird teuer. Noch einen neuen Zug. Wir brauchen in Rostock dann auch eine Reparaturwerkstatt. So, da hat ein Zug die Reisenden mit aufgenommen. So, hier sieht alles gut aus.
So, jetzt verteilen sich hier die Reisende auf verschiedenste Züge. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Plus machen, aber das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten. Also Stettin in kürzester Zeit hier. Dieser Zug in Rostock, hier Magdeburg, jetzt hört der Spaß hier aber auf. Ja, gucken wir uns das mal an. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, dass wir hier den Wirtschaftskrieg mal anzetteln um Stettin.